Guten Morgen und herzlich willkommen zur aktuellen Videoausgabe in der Einzelwerte-Sektion der Formationsdata am Mittwoch, dem 12. August 2015. Und der DAX macht ein ordentliches Zackatum, denn wir haben, wenn wir die offene Lücke nicht mitberechnen, seit der Eröffnung von gestern in der Spitze, glaube ich, 500 Punkte oder 4,35% abgegeben. Wir hatten uns gestern darüber unterhalten, dass der Markt sich hier in einer bärischen Keilformation befindet und deswegen die Bewegung in Richtung 11.000 eher zu präferieren ist, dass wir aber nicht innerhalb der Formation traden wollen, dass wir nicht antizipieren und mutmaßen wollen, dass wir das auch nicht brauchen, sondern wir sehen hier, dass es eine mehr bärische Formation ist. Für den Fall, dass diese aufsteigende Trendlinie bärisch aufgelöst wird, per Tagesschlusskurs oder für diejenigen, die es über die kleinere Zeiteinheit traden, zu diesem Chart kommen wir noch gleich, über den Stundenchart hier, bärisch aufgelöst worden, Unterstützung, 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 Unterstützung. Wenn das bärisch aufgelöst worden ist, dass wir dann das Potenzial haben, in Richtung 11.000 zu laufen. Jetzt ging es relativ fix. Wir haben jetzt das Tief im Bereich von 11.050 gemacht, relativ nahe im Bereich der Zielzone. Wir hatten davon gesprochen, dass wir 300 Punkte Potenzial haben. Das heißt, wenn man das genutzt hat, dann gilt es jetzt hier, seine Position zu managen, sich darüber im Klaren zu sein, wir sind in der Nähe der Zielzone und vielleicht mit einem engeren Stop-Loss zu arbeiten. Erste Kernaussage. Zweite Kernaussage. Jetzt einfach hinterher zu springen, zu sagen, okay, Keilformation ist bärisch aufgelöst worden, jetzt gehe ich nochmal short rein, ist vom Chancen-Risiko-Verhältnis überhaupt nicht angebracht. Denn der Markt hat, wie gesagt, allein seit gestern 500 Punkte gemacht. Wir sind in der Nähe dieser berühmten roten Linie, die seit 2011 gültig ist. Wenn man diese obere Linie kopiert und mutmaßt, dass das vielleicht ein Kanal werden würde, diese Zone ist bei 10.090 und die 200-Tage-Linie, die hier sehr gut gehalten hat, ist ebenfalls im Bereich von 10.090 Punkten. Also nach 500 Punkten würde man jetzt darauf setzen, dass der Markt 150 Punkte macht und hat hier das Risiko von mehr als 500 Punkten. Es lohnt überhaupt nicht. Erstens. Zweitens. Nicht nur, dass wir überverkauft sind, sondern wir sind auch, wenn Sie sich hier einmal die Stunde anschauen, wir haben hier ein Swing Low, da sind wir genau in der Unterstützung. Wir hatten hier eine High Base, die in der offenen Lücke nach oben genommen worden ist. Und wir hatten ja hier diese berühmte Insellücke, falls Sie sich daran erinnern können. Und genau da sind wir gerade angekommen. Das heißt, wir sind auch noch zusätzlich technisch zu der psychologischen 11.000er Marke im Bereich einer Unterstützung noch besser, weil ich es visualisiert habe, sieht man es im 15-Minuten-Chart, das ist die offene Lücke. Das heißt, diese Zone ist eine größere Unterstützungszone. Diesen kleinen Bounce, den Sie hier sehen, von 11.050 hoch an die 11.076. Da sind ganz sicher Scalp-Trader, die dann sagen, jawohl, Unterstützungszone und dann jetzt hier Scalps machen. Ich bin kein Scalp-Trader. Ich weiß nicht, ob Sie Scalp-Trader sind. Und wenn Sie sich damit nicht auskennen, dann ist es nach meinem Dafürhalten auch nicht empfehlenswert zu sagen, okay, komm, jetzt heute mache ich Scalp-Trading, morgen bin ich aber wieder Positionstrader. Muss man sich angucken und sagen, ja, das ist nicht meine Zeiteinheit. Langer Rede, kurzer Sinn. Unterstützung ist gegeben von 11.050 bis 11.000. Für den Fall, dass der Markt sich für ein Pullback entscheidet und eine Gegenbewegung macht, alles, was in Richtung 11.250 bis 11.300 läuft, ist wiederum interessant, um wieder Short-Positionen aufzubauen, wieder in Richtung 11.000. Für den Fall, dass der Markt das macht. Ginge der Markt unter die 200-Tage-Linie, unter diese aufsteigende Trendlinie, unter dieser roten Linie, dann hätten wir Potenzial in Richtung dieses Swing-Lows vom 8.7. zu kommen. Große Unterstützung bei 10.600 hat immerhin dazu geführt, dass der Markt dann eine ordentliche Rallye von knapp 1.000 Punkten gemacht hat. Das wäre dann die nächste Zone und darunter hätte der Markt Potenzial tatsächlich in Richtung 10.300 und 10.100 zu laufen. Kurzum, unsere Zielzone von 11.000 fast abgearbeitet worden. Der Markt läuft in Richtung Unterstützung, hat das Potenzial, einen Pullback zu machen. Und dann hat man wieder, wenn der Markt hier hinkommt und scheitert, das Potenzial, nochmal in Richtung 11.000 etwas zu traden. In puncto Chancen-Risiko-Verhältnis, wenn man sich, nicht New York, wenn man sich Merck anschaut. Also, wir haben hier eine Art absteigendes Dreieck gebildet. Hoch, tief, tieferes Hoch,
gleiches Tief, aber gleich dann auch wieder durchgerutscht. Der Markt hat Potenzial, eine Fortsetzung zu machen in Richtung 83. 83 ist das Dach dieser bullischen Flaggenformation. Und noch besser sieht man es, was das für eine Unterstützung ist, wenn ich etwas rauszoome. Unterstützung von 2014, April, jawohl. Unterstützung, Unterstützung, Unterstützung. Größere Unterstützungszone. Bedeutet, ja, der Markt hat das Potenzial, hier hinzulaufen, aber von hier bis zu 83 haben sie 5%. Und das hier ist aber eine Bewegung, die schon 10% gelaufen ist. Ist überhaupt nicht interessant vom Chancen-Risiko-Verhältnis und mit dem überverkauften Markt, was man hier auch an der Stochastik sehr gut sehen kann. Für den Fall, dass der Markt hier hinkommt, vielleicht sogar noch ein bisschen höher geht in Richtung 200-Tage-Linie, dann wieder interessant, etwas auf der bärischen Seite zu traden. Oder wenn der hier konsolidiert und wir dann ein deutlich besseres Chancen-Risiko-Verhältnis bekommen und wissen, okay, wir können das Stop-Loss enger platzieren. Jetzt komplett überverkaufter Markt und nicht interessant, aber auch für einen Kauf nicht interessant, denn die richtige Unterstützung, die kommt so im Bereich von 83 bis 80. Wenn man auf den Dow Jones Index schaut, der Dow Jones Index läuft in einem Trendkanal. Sieht man am besten hier über die Woche. Und zwar seit 2009, glaube ich. Ja, und 2009. Unterstützung, Unterstützung, Unterstützung. Und oben Widerstand ist auch hier genauso im Tageschart eingezeichnet. Gleichzeitig haben wir innerhalb dieses Trendkanals eine Keilformation gebildet. Und der Grund, warum ich Ihnen das zeige, schauen Sie, diese Keilformation wird bärisch aufgelöst. Und der Markt macht zwar immer so ein bisschen tiefere Hochs und tiefere Tiefs, läuft aber übergeordnet auch, sieht man noch besser hier, in einer Seitwärtsphase. Der Grund, warum ich Ihnen das zeige, solche extrem bullischen Märkte, wenn die irgendwann mal anfangen wollen, ein Pullback zu machen, dann ist es nicht so, dass sie dann hier hinkommen und dann zackatums gehen, sich zusammenfallen, sondern der dreht ganz viele Runden, der bildet dann eine Trendumkehrformation zusätzlich zu der Keilformation, gibt es hier so eine kleine Schulterkopf-Schulterformation mit nochmal sogenannten Head-Test und dann fängt er erst an zu fallen. Langer Rede, kurzer Sinn. Auch der Dow Jones Index hat im Bereich von 17.000 ganz schön viel Unterstützung. Horizontale Zone, diese fallende Linie, Unterstützung, 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 die kommt schon im Bereich von 11.180 und für den Fall, dass das alles nicht halten will, dann hätte der Markt Potenzial, erst unterhalb der 17.000 hier an diese blaue Linie ranzulaufen. Das wäre dann 16.800 Punkten. Hier 17.150 bis 17.090, 70 ist eine größere Unterstützungszone und wie gesagt, erst unterhalb der 16.800, das ist eine wirklich wichtige Unterstützungszone, die uns lange Zeit begleitet. Hier nicht ganz ran, hier Unterstützung und dann wieder 2009 Unterstützung. Also diese Linie ist eine sehr, sehr starke Zone. Ich würde hier nicht anfangen, additiv mir etwas auf der bärischen Seite zu suchen, weil der Markt hier schon eine geraume bärische Bewegung gemacht hat. Damit danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie mögen, heute Nachmittag haben wir natürlich eine Ausgabe zu den Rohstoffen für Sie am frühen Abend und dann ist am späten Abend Tom für Sie da mit einer schriftlichen Ausgabe zu den Devisenmärkten. Mein Name ist Hamed Esnahshari und ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Handelstag.